diese Begegnung finde ich absolut toll. Also ich finde die Beziehungen hier großartig und ich mag hier zu sein, ja? Also wir sind jetzt hier, weil die Ministerpräsidentin zum einen kommt und zum anderen der Botschafter aus Spanien, der hier in Deutschland ist. Und da hören wir jetzt hoffentlich gleich eine spannende Debatte. Ja, ich glaube einfach, das Ziel der heutigen Veranstaltung ist einfach, mal in Dialog wirklich mit realen Politikern zu kommen. Politiker zu treffen, die eigentlich über uns entscheiden. Europapolitik wird eine ganz große Rolle spielen, glaube ich. Ich freue mich sehr, dass die Bundesratspräsidentin und der spanische Botschafter aus Berlin hier extra hergekommen sind, um nochmal diese Verbundenheit zu zeigen und auch zu zeigen, dass wir Schülerinnen und Schüler auch an Europa interessiert sind und die ganzen Populisten nicht die einzigen sind, die mit der Sache recht haben und dass man denen auch ein bisschen die Bühne stiehlt und hier quasi eine Parallelveranstaltung aufmacht. Also wie können Sie dieses Gefühl von Europa vielleicht auch gerade der jungen Generation wieder mit auf den Weg geben? Ich wundere mich manchmal nicht, dass es viele, viele gibt in Europa, junge Leute, die sagen, was habe ich mit Europa eigentlich am Hut, wenn sie selber den Eindruck haben, dass sie eigentlich zu den Abgehängten gehören und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass das besser läuft in Zukunft in Europa. Was können gerade Sie als Politiker jetzt tun, um den Verfall der demokratischen Kultur sozusagen aufzuhalten? Es ist wichtig, dass wir Instrumenten finden, um die realen Probleme zu lösen. Aber die realen Probleme, nicht diese Erfindung, die kommen von Angst. Auch durch unser Projekt Schule als Staat, das wir letztes Jahr hatten, sind die Jugendlichen sehr, sehr geschult worden, haben viel gelernt in Sachen Demokratie, in Sachen Diskussion und auch in Sachen Wirtschaft. Also ich bin sehr stolz. Ich glaube, die haben das schon bravourös gemacht. Ja, also hatte an einem Will-Niveau nahezu. Eher besser. Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass es zu einer Politikverdrossenheit gerade unter Jugendlichen kommt. Es ist ganz wichtig, dass Jugendliche sich für Europa weiter interessieren, dass sie Fremdsprachen lernen, dass sie an Austauschen teilnehmen, um einfach Europa erfahren zu können. Ich möchte meinen Altersgenossen sagen, dass sie aufpassen sollen. Sie sollen aufpassen, auf wen sie hören. Sie sollen aufpassen, wem sie glauben. Denn aktuell haben wir sehr, sehr viele politische Bewegungen überall in Europa, die Bürger verführen mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen. Und genau da muss man aufpassen und eben kritisch hinterfragen, worauf man sich einlässt. Oh, das ist toll, das ist sehr beeindruckend, wenn junge Leute vor allem in Europa schulen, das ist hier nämlich eines, sich engagieren für Europa. Das ist genau das, was wir brauchen, dass junge Leute wirklich auch Hoffnung verbinden mit Europa und sich einbringen und auch zeigen, dass die mithelfen, dass dieses demokratische Europa wirklich weiter besteht.